Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4 aus der 100 Baby Challenge. So, in der letzten Folge ist sie, Sarah Ben Winter, ein Teenie geworden. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass der Teenie Level 3 irgendwo erreicht. Was willst du? Wie geht's? Willst du mal ein neues Instagram-Meme sehen? Ja. Ich wusste, du würdest es lieben. So. Da müssen wir halt noch gucken, dass sie jetzt levelt. Du könntest mal schlafen gehen oder gehst zocken. Ja, das ist auch okay. Du brauchst was zu essen. Gönn dir mal. Gönn dir mal, meine Liebe. Wie sieht's bei dir aus? Schlaf ist wieder ganz okay. Du brauchst Aufmerksamkeit. Freundlich Spielzeug zeigen. Wie lange bist du noch traurig? 9 Stunden, ja. Treffen. So, Level 2 der Fantasiefähigkeit erreicht, okay. Level 6 der Motorikfähigkeit erreicht, okay. So, du musst gleich erstmal Level 2 irgendwas erreichen. Hat die Kochfähigkeit erworben. Da hätten wir vielleicht irgendwas anderes, was wir noch eher mal leveln können. Romantik, ja, die kann ich jetzt schlecht leveln. Videospiele. Wobei Kochen leveln wir halt relativ schnell, ne? Das machen wir, glaube ich, auch weiterhin. Dann darf sie danach gleich nochmal was kochen. Macht dir das Spaß? Semi. Semi. Ja, Spaßvögel. Von mir aus sind sie Spaßvögel. Level 3 der Videospielfähigkeit erreicht. Du kannst dann gleich noch ein Festmahl kochen. Wäre nicht so verkehrt, ne? Level 2 der Kochfähigkeit erreicht. Sehr gut. Level 3 brauchen wir halt. Darfst du noch ein festliches Frühstück machen? Bist du wieder krank oder was? Die krank kränkelt aber ganz schön rum, die Dame. Bestellung. Medizin. So, kaufen wir mal eine. So, dann können wir dann gleich in den Kühlschrank packen. Sie kann gleich noch einen, dann hat sie vielleicht gleich schon Level 3. Das wäre mega. So, auf der Suche nach Liebe. Oh, du könntest eigentlich schon mal wieder. Oh, du bist Fitness am Machen, okay. Du machst. Was machst denn du? Zusatzaufgaben. Das ist ja mal cool. Das können wir hier reinpacken. Tischdecken, okay. So. Oh, du müsstest Level 3 beim Kochen haben, oder? Ja, Level 3 haben wir erreicht. Sehr gut. Dann brauchst du hier noch ein bisschen Spaß und du musst was essen. Geht alles klar. Kriegen wir hin. Hausaufgaben hat sie fertig. Level 3 der Mentalfähigkeit erreicht. Du bist müde. Du solltest schlafen gehen, meine Liebe. Musst du noch aufs Klo? Oh ja, du musst noch aufs Klo vorher. Aufs Töpfchen gehen. Du kannst den hier gerade mal säubern. Und du hast Hunger. Gönn dir mal.
So, Level 3 der Kommunikationsfähigkeit erreicht. Sie geht erstmal zocken, ist auch okay. Also hier, Instinkt tanzen. Da schreit was, da hat jemand Hunger. Oh, und da ist eine Windel fällig. Nee, der ist dreckig. Stillen. Und dann können wir noch baden. So, sie kriegt erstmal Spaß, darf sie auch haben. Du hast sie schlafen gelegt, leg dich mal dahin. Was ist mit dir? Du bist müde. Schlaf einfach. In die Haie gehen. So. Sie kriegt Spaß. Du tollst herum, ja, ja. So, du sollst ihn füttern und ihn dann baden. Die lassen wir mal. Nee, nee, du sollst ja nicht. Bist du satt? Du bist wieder nicht satt. Du bist doch ein doofes Kind. Du hast schon wieder nicht aufgegessen. Du stellst deinen vollen Teller jetzt wieder irgendwo hin, ne? Du bist doch eine doofe Nuss. Iss. Sonst machen wir hier Zwangsfütterung. So, da wird gefüttert. Sehr schön. Wie sieht das bei dir aus? Du bist müde, ne? Genau, du kannst danach dann ins Bett gehen. So, leg du dich mal schlafen. Der wird gewickelt. Sehr schön. Ne, wird gebadet. Und dann können wir den anschließend hier wieder absetzen. Sehr gut. So, du isst was. Du bist müde, aber du hast Spaß voll. Sehr schön. Und dir ist nicht so gut, ne? Kannst mal die Medizin noch nehmen. Iss mal. Jetzt fühlt sie sich wieder gut. Hat die Erkältung besiegt. So. Du brauchst aber auch Energie. Leg du dich ja nochmal wieder schlafen. So. Du legst den kleinen Stinker wieder weg. Wo ist denn die Windel hin? Hä? Da ist er hin. Gerade überlegt. Oh, du musst aufs Klo. Kannst dann aber auch hier hingehen. Das müssen wir erst noch säubern und dann verwenden. So. Du leg dich mal schlafen. Du brauchst Energie. Dass du morgen fit bist, ne? Und zur eine 1 schreiben kannst. Wichtig. Thunfisch. Das Frühstück ist das, ne? Das legen wir mal da rein. So. Du kümmerst dich noch um das Klo. Ah, der muss auch gebadet werden. Der stinkt auch vor sich hin. Dann wecken wir die kleine Stinkmorchel mal noch. Du kannst in die Haie gehen. Du bist bestimmt müde. Ja, geht so. Geht so. Das müssen wir auch noch putzen. Ah.
So, dich können wir baden. Dann können wir dich füttern. Und dann können wir dich wieder hinlegen. So. Du schläfst, sehr gut. Du schläfst auch. Du noch nicht. Aber du musst halt hier den kleinen Stinker noch versorgen. Und wir haben doch hier irgendwie... Oh ja. 3633. Holla. 3900. Holla. Ja, feier den Geburtstag von Uwe. Die haben heute dann, ne? Am Mittwoch. Genau, dann können wir doch heute Abend mal feiern. Oder heute Mittag, je nachdem. Vielleicht, wenn die... So, wo ist die Windel? Da ist die Windel. So, einmal noch füttern und dann legen wir den hier wieder ab. Passt. Das passt. Und dann kannst doch du mal schlafen gehen. Wobei, du kriegst Hunger, ne? Wobei, Hunger ist noch gelb, dann können wir erstmal schlafen. Prost. Prost, Prost, Prost. So, jetzt kannst du mal schlafen gehen. Ja, schön, dass du da warst. Schlafen. Du gehst in die Haie, sehr gut. So soll das sein. So. Da müssen wir gleich gucken. Einmal aufstehen, du hast nämlich Hunger. Wäre mal ein schönes, festliches Frühstück. Gönn dir. So, du musst aufs Klo. Das packen wir da rein. Du musst aufs Klo. Hunger hast du gar nicht, aber duschen solltest du noch. Dampfende Dusche nehmen. Spaß, sozial, das ist alles voll. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, du kannst auch mal gerade was essen. Gönn dir auch mal ein schönes, leckeres... Nein, keine Bestellung aufgeben. Mehr Auswahl öffnen. Auch du kriegst ein schönes Frühstück. So, wie sieht's bei euch beiden aus? Ah, du gehst langsam Richtung Hunger und du brauchst Spaß. Du kannst aber auch nochmal schlafen, noch weiter schlafen. So. Sehr gut. Du bist noch am Essen. Blase, Hygiene wäre auch so das, was am ehesten bei dir noch auftritt. Dann kannst du hier gerade noch aufs Klo gehen und schnell duschen. Ach, heute haben wir Winterfest, ne? Ach, die Schande. Festmahl fällt bei ihr noch flach, bei ihr auch, bei dir aber nicht. Das heißt, du musst ein Festmahl kochen. Wo kommt das hier noch her? Hast du das da liegen lassen? Nein, du bist satt. Du könntest das noch essen. Bevor das verdirbt. Ein bisschen Hunger hast du, ja? Oh, da ist jemand wach geworden.
braucht Aufmerksamkeit. Oh, du hast Festmahl gegessen. Das. Oh, sehr gut. Das haben wir dann schon mal erfüllt. Dann brauchst du gar keins kochen. Sehr schön. So, können wir mit dir nochmal spielen. Liebevoll umarmen. Spielen. Dann sollten sie genug Aufmerksamkeit gekriegt haben. Ich weiß, heute ist Feiertag. Ihr geht aber bitte trotzdem zur Schule. Zur Schule gehen. Zur Schule gehen. Weil wir brauchen... Ihr müsst erwachsen werden, ne? Die eine soll dann ausziehen und die andere soll zumindest Dings werden. Teenie. Aber das geht halt nur, wenn sie auch zur Schule gehen. Ach, sie macht Dings. Post haben wir keine. So, beide. Ja, von mir aus. Fleißig lernen. Fleißig lernen, dass ihr schön Einser-Kandidaten werdet. Sollte. Könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. So, du musst aufs Klo. Geh du mal aufs Töpfchen. Was ist mit dir? Traurig. Weil aufgewacht ist. Du, ich hätte einen Tipp. Geh schlafen. Was ist mit dir? Du kriegst langsam Hunger. Das heißt, dich müssen wir füttern. Babypflege füttern. So, du hast genug Aufmerksamkeit. Wer ruft da an? Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, ja. Sehr gut. Du sollst dich um ihn kümmern. So. Was hast du vor? Achso, du gehst aufs Töpfchen, genau. Du brauchst Spaß. Dich können wir mal aufstehen lassen. Und dann kannst du spielen. Traurig, ja, weil Spaß braucht Vergnügen. So, du kannst den hier wieder absetzen. Dann kannst du auch mal duschen gehen. Achso, hier kannst du erst noch aufwischen und dann duschen gehen. Putzen mit Elan und dann duschen gehen. Erfrischende Dusche nehmen. Sehr gut. Oh, da müssten wir natürlich auch mal gucken, ne, dass wir wieder mal wen kennenlernen. Oder kennen wir noch schon wen? Der einfach noch kein Daddy ist. Klassenvortrag. Sarah Ben muss einen Vortrag vor der gesamten Klasse geben. Sie hat ein paar tolle Ideen, wie sie ihre Präsentation aufpeppen kann, auch wenn sie dann etwas anders ist, als der Lehrer es verlangt hat. Soll sie aus sich herausgehen und ihre Präsentation aufregend gestalten oder einfach tun, was der Lehrer verlangt hat? Alles geben. Ihre Präsentation haut die anderen Schüler von den Socken. Sie erhält die beste Note von allen und der Lehrer schlägt sie für den Titel Student des Jahrtausends vor. Sehr gut. Sehr gut, meine Liebe. Das ist das, was wir brauchen. Besuch des Dirix. Der Direktor stattet der Klasse einen Besuch. Alle sollen sich korrekt verhalten und den Unterricht nicht stören. Leider hat das Kind hinter Sonja Ben sich entschieden, sie mit etwas zu beschießen und bitten aufzuhören. Sarah Ben kritzelt eine Notiz und gibt sie dem Kind. Hör auf oder ich sag's. Das Kind rollt den Zettel auf und feuert ihn auf Sonja Ben. Doch leider verfehlt das Geschoss sein Ziel und landet vor den Füßen der Lehrerin. So muss das sein. Genau, ich wollte ja hier wen, dass wir mal wen daten, ne? Kenne deine Stipendien, die interessieren mich gerade nicht. Da wollen wir hin. Amos Ecke öffnen. So. Senioren wollen wir nicht. Matches. Aktualisier mal.
gucken wir mal, was wir da Tolles haben. Da gucken wir aber in der nächsten Folge nach. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Und in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.